Hallo Freunde, willkommen zurück zum kleinen Elite Guide. Wie versprochen, erstellen wir heute mal einen Commander und beginnen das Spiel. Wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die das Basisspiel sowie die erste Erweiterung Horizons haben, dann sieht das bei euch so aus. Ihr könnt einen Start machen in einer Horizons Sidewinder oder als neuer Commander in einer ganz normalen Sidewinder starten. Eine Sidewinder habt ihr praktisch immer und ihr startet mit 1000 Credits. Der Unterschied zwischen diesen beiden Sidewindern ist ganz einfach der, dass die Horizon Sidewinder bereits eine Garage an Bord hat und dort ein SRV hat. Surface Reconnaissance Vehicle, also ein Oberflächenerkundungsfahrzeug, auch Buggy oder Rover genannt hin und wieder. Die Horizon Sidewinder startet außerdem auf einer Station auf einer Planetenoberfläche, während die normale Sidewinder ohne diese Garage und ohne den Buggy auf einem Außenposten startet im Föderationssystem. Ansonsten sind die Sachen inhaltlich praktisch identisch. Ihr habt eine Sidewinder zu Beginn und 1000 Credits. Die Garage und der Rover sind nicht so wahnsinnig viel wert. Am Anfang nämlich 0 Credits. Selbst wenn ihr die verkauft, die sind nur geliehen. Ihr bekommt nichts davon zurück. Daher spielt es überhaupt keine Rolle, mit welchem Schiff ihr anfangt oder eben, ja, was ihr am Anfang da auswählt. Manche haben vielleicht Screenshots gesehen von Erstellungsbildschirmen mit deutlich mehr Auswahl. Werden vielleicht nur wenige sein, trotzdem will ich es wenigstens erwähnt haben. Leute, die bei Elite Dangerous von der Kickstarter-Kampagne an dabei waren, in der Alpha dabei waren, die haben hier mehr Optionen. Die können einfach mehr auswählen und starten zum Teil sogar mit einer Cobra Mark III schon statt einer Sidewinder und haben da ein paar Vorteile mehr. Macht euch dabei keinen Kopf, eine Cobra könnt ihr theoretisch innerhalb weniger Stunden erspielen. Da würde ich nicht sagen, dass das so wahnsinnig unfair ist. Der Vollständigkeit halber werde ich noch sagen, dass ich eine Eagle zu Beginn des Spiels geschenkt bekomme. Sobald ich jetzt also diesen Commander erstelle, habe ich schon zwei Schiffe. Ich werde das zweite Schiff aber erstmal überhaupt nicht benutzen, einfach um zu zeigen, dass man auch ohne das auskommt. Gut, dann fangen wir an. Ich wähle einfach neuer Commander, denn wie gesagt, man hat keinen Vorteil durch diesen Rover und diesen Start kenne ich schon sehr gut. Mit dem komme ich wirklich gut klar und das ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Nicht jeder wird Horizons haben und deshalb kann mit dem Start auch jeder was anfangen. Schauen wir einfach mal rein, wie das dann aussieht. Gut, wir haben den Commander erstellt und sind wieder im Hauptmenü. Wenn wir auf Start gehen, haben wir 4 Auswahlmöglichkeiten. Die Arena hat effektiv nichts mit dem Universum von Elite Dangerous zu tun. Oder nicht sehr viel. Das ist ein separater Spielmodus, der sich einzig und allein mit dem PvP beschäftigt. Man hat eine kleine Auswahl von Fighterschiffen, die man auch nur begrenzt erweitern kann und kämpft quasi rundenweise gegen andere Spieler in einem sehr eingeschränkten Bereich, eben einer Arena. Und ja, Ziel ist es einfach, alle anderen abzuknallen. Ganz einfach. Wenn man also Lust hat auf sehr kurze Spielsetzungen, ich sag mal so im Schnitt so 10 Minuten vielleicht, und einfach PvP machen, andere Spieler bekämpfen, trotzdem Elite spielen, dann ist der Arena-Modus das Richtige. Die Auswirkungen auf das Hauptspiel sind zwar da, aber wirklich nur sehr gering. Deshalb werde ich mich hier erstmal nicht groß mit dem Arena-Modus beschäftigen. Viel wichtiger sind die anderen drei Spielgruppen. Open Play ist die ganz große Galaxie, über 400 Milliarden Sonnensysteme, wahnsinnig viele Sonnen, das große schwarze Loch in der Mitte, im Prinzip bespielen wir die komplette Milchstraße. Open Play ist genau das, es ist offen für alle. Wir sind dann in einer Spielsitzung mit allen anderen Spielern, die ebenfalls im Open Play unterwegs sind. Die Chance auf andere Spieler zu treffen ist in einigen Systemen sehr hoch. Und leider auch die Chance von anderen Spielern abgeschossen zu werden. Das Strafsystem in Elite ist sehr lax gehandhabt. Wenn man mit dem Startschiff unterwegs ist, wird man ganz sicher auf andere Spieler treffen, die Spaß daran haben, Leute abzuschießen.
Das klingt jetzt sehr schwarzmalerisch, aber ich habe es schon erlebt. Dementsprechend würde ich jedem am Anfang raten, das Open Play zu meiden. Wenigstens so lange, bis ihr mit den Grundzügen des Spiels vertraut seid, bis ihr die Steuerung so habt, dass ihr damit zurechtkommt und bis ihr euch sicher seid, dass ihr das riskieren wollt. Denn wenn ihr abgeschossen werdet mit der Sidewinder, ist das noch keine große Sache. Ihr kriegt einfach wieder eine geschenkt. Sobald ihr aber ein anderes Schiff verliert, müsst ihr die Versicherungskosten bezahlen und eventuell die Fracht, die an Bord ist, die ihr verliert und so weiter und so fort. Da können die Auswirkungen recht groß sein. Das kann sehr schnell teuer werden. Gerade jetzt am Anfang haben wir noch nicht sehr viel. Dementsprechend würde ich sagen, lassen wir das für den Anfang. Wir haben außerdem eine private Gruppe. Das kann ich jedem empfehlen, der mit Freunden oder Kumpels unterwegs sein möchte. Mit Leuten, die man im Spiel kennengelernt hat oder ja, Freunde, die das gleiche Spiel eben auch spielen. Diese private Gruppe kann man entweder selbst gründen oder einer anderen beitreten. Dann seid ihr in dem gleichen Universum, ihr habt die gleiche Anzahl an Systemen, ihr habt die gleichen Raumstationen, die gleichen Waren und die gleichen Schiffe. Euer Spielstand ist genau identisch, das ist ein und derselbe Spielstand, egal in welchem Spielmodus ihr seid. Und ihr könnt auch jederzeit die Spielmodi wechseln. Ihr geht einfach vom Spiel zurück ins Hauptmenü, geht wieder auf Start, wechselt in einen anderen Spielmodus und ihr seid genau an der gleichen Stelle mit genau dem gleichen Schiff. Ihr verliert da also überhaupt nichts. Der große Vorteil der privaten Gruppe ist der, dass man eben auf andere Spieler trifft, aber diese kennt man. Die sind in der gleichen Gruppe, die haben vielleicht die gleichen Ziele. Das kann sein, dass dort ein Clan oder irgendwas gemeinsam spielt oder ein Wing aus bis zu 4 Freunden gemeinsam auf Missionen losgehen will. Und dementsprechend private Gruppe ist für solche Geschichten da. Ich werde jetzt am Anfang im Solo-Play starten. Auch das Solo-Play benutzt genau den gleichen Spielstand. Diese 3 Spielmodi sind absolut identisch, nur eben mit dem einen Unterschied, wie viele andere Spieler man sieht. Im Solo-Play ist man nämlich alleine unterwegs. Das heißt nicht, dass man keine anderen Schiffe sieht, aber die werden immer von der KI gesteuert. NSC-Schiffe gibt es eine ganze Menge. Incoming Mission Critical Message. So, da sind wir im Spiel. Und ihr habt schon gehört, wir haben eine neue systemkritische Nachricht. Da schauen wir gleich mal. Willkommen, Commander. Wir werden von Manager Singleton begrüßt. Sie erklärt uns, dass wir bereits eine Mission haben, die wir für sie erledigen können. Und für diese Mission würden wir 10.000 Credits erhalten. Das ist ein feiner Zug von ihr. Und das erleichtert uns den Einstieg natürlich ganz enorm. Wenn wir im linken Menü sehen, unter Transaktionen, haben wir da auch nochmal die Mission. Für die haben wir 6 Tage Zeit. Das ist mehr als genug. Und wir sehen nochmal weiß hervorgehoben, was das Wichtigste ist. Sylvester City im Eravate-System, 10.000 Credits. Sylvester City ist ein Außenposten, steht in Klammer noch dabei. Das Wichtige bei Außenposten ist, dass man nicht mit großen Schiffen auf ihnen landen kann. Das ist jetzt am Anfang kein großes Problem, weil die Sidewinder ein kleines Schiff ist, aber es gibt effektiv 3 Landeplattformen, kleine, mittlere und große. Und Außenposten haben im Schnitt 3 oder 4 kleine Landeplattformen, eine, höchstens 2 mittlere Landeplattformen und eben keine Möglichkeit, mit großen Schiffen dort zu landen. Große Schiffe landen auf Stationen auf Planetenoberflächen oder eben großen Raumstationen. Deshalb wird in Missionen nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, da geht es um Außenposten, einfach um darauf hinzuweisen, mit einem großen Schiff klappt das nicht. So, wie gesagt, für uns kein Problem, wir haben eine Sidewinder, die kann da ohne weiteres landen. Wir haben auch noch reichlich Zeit. Bei den Transaktionen werden wir nach und nach immer mehr und mehr Nachrichten kriegen. Da werden sämtliche Missionen aufgelistet, die wir angenommen haben. Da werden sämtliche Strafen gelistet, die wir noch irgendwo zu bezahlen haben. Wenn ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist, haben wir da auch eine Nachricht bei den Transaktionen. Wenn wir Kopfgelder einsammeln können in irgendwelchen Systemen für Piraten oder Gesetzesbrecher, die wir abgeschossen haben als Kopfgeldjäger, haben wir hier auch die entsprechenden Benachrichtigungen. Da sehen wir dann, wie hoch
das Kopfgeld oder die Strafe ist, in welchem System und so weiter und so fort, bei welcher Fraktion. Alle Details haben wir hier in den Transaktionen. Dieses Transaktionsfenster wird nach und nach relativ wichtig werden für uns. Ansonsten sind wir derzeit im System LHS 3447. Das sieht man auf der linken Seite. Wir sind auf Trevithick Dock. Das ist ein Außenposten. Außenposten sieht man auch an dem Symbol links von dem Namen. Raumstationen haben entweder einen Kringel oder einen Würfel, je nachdem. Das Allerwichtigste zu Beginn des Spiels ist, wie man die ersten Schritte am sinnvollsten macht. Wir werden jetzt vom Spiel schon an der Hand genommen und das Spiel sagt uns, hier hast du eine Mission, flieg doch bitte ins andere System und gib die ab. 10.000 Credits ist eine ganze Menge, wenn man nur 1.000 hat. Aber wenn wir schon fliegen, können wir mal ganz kurz hier ins Missionsboard schauen. Und das haben wir hier. Und mal nachsehen, ob wir noch weitere Missionen annehmen können. Derzeit sind keine Missionen verfügbar. Das hier links sind sämtliche Fraktionen, die auf dieser Raumstation vertreten sind. Beziehungsweise das hier sind Vertreter dieser Fraktionen. Manager Santana Fry. Sämtliche Namen. Herschel Singleton. Mit Singleton hatten wir schon zu tun. Ich glaube von ihm. Von ihr. Wie auch immer, kommt diese Mission, die wir derzeit haben. Wie auch immer, ihr seht hier den Namen der Fraktion, den Rang, den diese Kontaktperson innerhalb der Fraktion hat. An dem Balken darunter seht ihr, wie euer Einfluss bei dieser Fraktion ist. Man startet mit einem neutralen Einfluss. Wenn man Missionen für diese Fraktion abschließt, steigert sich das. Das habt ihr hier drüben auch nochmal. Je höher euer Einfluss bei dieser Fraktion ist oder eure Reputation bei der Fraktion, desto besser sind die Aufträge, die sie euch anbieten. Wenn ihr hier hinten seid, dass ihr verbündet seid mit denen, dann kriegt ihr die bestmöglichen Missionen von denen mit den größten Gewinnen. Ansonsten seht ihr hier noch den Einfluss dieser Fraktion auf das aktuelle System. Das teilen die sich hier insgesamt so ein bisschen, wobei die stärkste Fraktion für gewöhnlich oben steht. Was das mit dem Einfluss auf Systeme hat und unter Umständen Kriege innerhalb der Fraktionen und wie die miteinander interagieren, was das mit diesem Boom auf sich hat, dass der Status ist, in dem die sich derzeit befinden und wie sich das auf Missionen auswirkt, das erkläre ich euch in einem späteren Guide. Das ist für die Grundlagen erstmal ein bisschen viel. Wichtig für uns ist erstmal, dass wir wissen, es gibt hier ein Missionsboard mit den Fraktionen und dass wir im Moment keine Missionen annehmen können. Hier seht ihr überall diese 00. Die dunkle 0 sind alle Missionen, die diese Fraktion derzeit zu vergeben hat. Die helle 0 ist die Anzahl an Missionen, die wir derzeit annehmen können. Das kann ein großer Unterschied sein. Wenn wir zum Beispiel wenn diese Fraktion hier eine Mission hätte, wir sollen 60 Gold irgendwo hinbringen, 60 Tonnen Gold. Und wir haben nur einen Frachtraum von 2. Dann würde hier eine 1 stehen und da eine 0. Die hätten zwar eine Mission zu vergeben, aber wir können sie nicht annehmen, weil wir einfach nicht die Möglichkeiten dazu haben. Also hier stecken schon relativ viele Infos drin auf den ersten Blick. Aber für uns, wie gesagt, erstmal wichtig, wir haben keine weitere mögliche Mission hier. Ich werde jetzt mal kurz ins Nachbarsystem fliegen und die Mission abgeben. Dann sehen wir uns wieder. So, da bin ich angekommen auf Sylvester City. Nach dem Landen habe ich erstmal aufgetankt. Dementsprechend habe ich ein paar Credits verbraucht von den 1000. Ist aber kein großes Problem. Denn wir können jetzt hier beim Missionsboard unsere Startmission abgeben. Und dann kommt hier wieder ein bisschen Geld rein. Die Mission Willkommen Commander. Da hätten wir das. Man muss sich das nicht jedes Mal anschauen, man kann auch sofort wieder die Mission quasi beenden hier unten. Aber man sieht hier auch schon mal sehr schön, dass unsere Reputation zugenommen hat und diesen blauen Anteil. Der Einfluss der Fraktion auf das System LHS 3447 ist auch ein wenig gestiegen. Und den Effekt, den das hat, zusätzliches Wachstum, das könnte zu einem ökonomischen Boom führen.
Wie gesagt, zu den einzelnen Effekten kommen wir in einem späteren Tutorial. Das ist heute ein bisschen viel, aber erstmal schön zu wissen, dass jede Mission, die man fliegt, Einfluss auf die Spielwelt hat. Auch wenn es nur ein ganz kleiner Einfluss ist. So, wir kriegen 10.000 Credits dafür. Das ist erstmal in Ordnung. Nachdem wir jetzt die erste Mission hier abgegeben haben, wie geht's konkret weiter? Hier auf der Station haben wir nur wenige Möglichkeiten, weil es einfach auch ein kleiner Außenposten ist. Wir können hier zwar nachtanken, das Schiff reparieren und unsere Munition auffüllen, allerdings haben wir hier kein Outfitting. Das heißt, wir können unser Schiff nicht umbauen, wir können keine Module austauschen oder ähnliches. Das heißt, hier werden wir erstmal nicht weiter glücklich. Ich suche uns jetzt mal eine schöne Station und einen Außenposten und dort reden wir dann über Ziele im Spiel und wie wir mit der Sidewinder weitermachen. Bis gleich. Sehr schön, da bin ich auf dem Cleef Hub. Ich bin immer noch in Erawate, nur ist das jetzt eine richtige Raumstation und ihr seht, hier haben wir schon ein paar Möglichkeiten mehr. Die ersten paar Credits werde ich auch direkt in die Sidewinder investieren. Neue Missionen mit neuen Credits gibt es immer wieder. Und je besser mein Schiff ist, desto mehr Missionen werden mir angeboten, desto sicherer kann ich die abschließen, desto schneller bin ich. Das mit am wichtigsten, meiner Meinung nach, gerade am Anfang, ist die Sache mit der Sprungreichweite. Wenn man eine größere Entfernung zurücklegen möchte, dann will man das bestimmt nicht in Sprüngen von 5 Lichtjahren machen. An einige Punkte kommt man mit so einem Antrieb gar nicht. Dementsprechend würde ich als erstes schauen unter Core Internal, dass ich meinen Frameshift Drive verbessere. Und das ist das Bauteil, womit wir von einem System ins andere springen. Je leistungsfähiger das ist, desto besser. 2C ist das Beste, was ich auf dieser Station kaufen könnte, aber das kann ich mir nicht leisten. Das ist ein wenig zu teuer. D-Komponenten funktionieren hervorragend. Wir steigern unsere Sprungreichweite, das seht ihr unten in der Mitte in Blau. Vollgeladen hätten wir damit immer noch eine Sprungreichweite von etwa 8,5 Lichtjahren und damit wären wir deutlich schneller unterwegs. Nur wie gesagt, so viele Credits am Anfang nicht investieren. Erstmal einen etwas besseren Frameshift-Antrieb. Leer schaffen wir damit etwas über 9. Und das ist auch völlig in Ordnung so. So, da unsere Sidewinder am Anfang nur geliehene Komponenten hat, kriegen wir für die kein Geld. Das heißt, das spielt überhaupt keine Rolle, ob wir die einlagern oder verkaufen, weggeben. Wir kriegen nichts davon. Allerdings werde ich diesen alten Antrieb auch nicht noch einmal benutzen, deshalb werde ich den nicht einlagern. Aber später werde ich einige Bauteile nutzen, die ich vielleicht kurzfristig mal austauschen möchte, aber später wieder benutze. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel bei der Cobra Mark III. Das ist ein sehr, sehr vielseitiges Schiff. Da kann man zum einen als Entdecker unterwegs sein, man könnte auch als Händler unterwegs sein oder als Kämpfer. Und jeweils die Module austauschen. Wenn man die einlagert, kann man die immer wieder benutzen, ohne sie jedes Mal teuer kaufen zu müssen und dann mit einigem Verlust wieder verkaufen zu müssen. Aber jetzt für die Sidewinder, für den Anfang, werde ich da keine Module einlagern. Soweit, so gut. Das heißt, wir haben jetzt ein wenig mehr Sprungreichweite. Damit kommen wir zwar noch nicht bis an den Rand der Galaxie, aber wir können vielleicht ein paar kürzere Strecken nehmen für die eine oder andere Mission. Das hilft uns. Ansonsten könnten wir bei optionalen internen Modulen mal schauen. Ebenfalls sehr, sehr wichtig unter vielen Umständen sind Fuel Scoops. Das sind im Prinzip Tankschläuche, die es einem erlauben, an einer Sonne Treibstoff abzuzapfen. Den kann ich mir nicht ganz leisten. Da fehlen ein paar Credits, aber ich werde jetzt mal den 1D mitnehmen. Der reicht mir für den Anfang auch. Ich habe definitiv vor, auf den Raumstationen und auf den Außenposten nachzutanken. Sollte ich mich aber mal irgendwo verschätzen, kann ich damit immer noch ein bisschen Treibstoff aufnehmen für den nächsten Sprung.
und muss mein Schiff nicht selbst zerstören, wenn ich unterwegs bin und liegen geblieben bin. Oder irgendwen um Hilfe bitten, der dann erst aufwendig zu mir kommen muss und dann schon richtig viele Module braucht, um andere Spieler zu betanken und so weiter. Also für den Anfang ein Fuel Scoop. Ich würde das Haus eigentlich nicht ohne verlassen. Wenn man einmal irgendwo liegen geblieben ist, weiß man, wie ätzend das ist. Und mit so einem Teil umgeht man dieses Problem. So, wir haben unseren Antrieb ein bisschen verbessert und wir haben den Fuel Scoop eingebaut. Damit ist der größte Teil unserer Startkohle auch schon wieder weg. Kommen wir mal zu dem Punkt, der wahrscheinlich die meisten interessiert. Wie kommt man an richtig viel Kohle ran und was kann ich in dem Spiel so alles treiben? Zur ersten Frage, es gibt einige Möglichkeiten, wahnsinnig schnell an wahnsinnig viel Geld zu kommen. Und wo Geld ist, da kommt immer mehr dazu. Das bedeutet, wenn ihr schon ein großes Vermögen habt, könnt ihr euch ein sehr effektives Schiff kaufen für das, was ihr machen wollt und damit diese Geschichten mit schnell Geld verdienen in kürzerer Zeit absolvieren. Das bedeutet, ihr benutzt das Geld in dem Spiel, um euch bessere Schiffe zu kaufen, um damit die Dinge zu machen, besser zu machen, die ihr sowieso schon macht. Das heißt, ein bestimmtes Schiff als Ziel zu haben oder eine große Menge Credits ist meiner Meinung nach ein etwas engstirniger Ansatz. Stellt euch vor, ihr seid neu in dem Spiel und ihr habt irgendwo ein Bild gesehen von einer Anaconda, eines der größten und stärksten Schiffe im Spiel, mit Sicherheit beeindruckend und wahnsinnig toll, so ein Ding zu fliegen. Ich verspreche euch, wenn ich euch eine Anaconda schenken würde, würde es überhaupt gehen, ihr wäret nicht glücklich damit. Ihr könntet euch keine Module, keine Waffen, nichts kaufen. Ihr könntet wahrscheinlich nicht mal nachtanken. 3700 Credits im Tank einer Anaconda reicht euch nicht mal für einen Sprung ins Nachbarsystem. Wenn ihr das Schiff verliert, und ihr werdet es irgendwann verlieren, habt ihr keine Möglichkeit, es euch zurückzukaufen. Das ist schon mal das eine. Egal welches Schiff ihr wollt, ihr braucht auf jeden Fall auch noch ein bisschen was dahinter, um es euch leisten zu können. Ihr braucht entweder noch eine ganze Menge mehr Credits für die Ausrüstung und für den Fall, dass ihr das Schiff verliert, und das kann jedem passieren. Oder ihr braucht ein zweites Schiff, das euch sicher ein paar Credits verdient. Das heißt, ein besonderes Schiff zu haben, ist ja vielleicht ganz toll. Damit macht ihr aber letzten Endes genau das, was ihr mit einem kleinen Schiff auch macht. Als sinnvolle Ziele würde ich für den Anfang sagen, sind da links die drei Ränge. Combat Rank, Trade Rank und Explorer Rank. Das heißt, entweder ist man Kämpfer, Händler oder Entdecker. Und das steigert sich von ganz alleine, wenn ihr das Spiel einfach nur spielt. Das heißt, ihr macht von Anfang an das, was ihr am Ende auch schon machen wollt. Nur macht ihr es langsamer und mit kleineren Schritten und kleinere Belohnung. Aber ihr macht schon das, was ihr im Spiel machen wollt. Ein anderes sehr schönes Ziel ist hier auf der rechten Seite die Supermächte. Da seht ihr die Föderation, das Imperium, die Allianz. Und man kann bei diesen Supermächten auch Reputation erlangen. Bei der Föderation und beim Imperium kann man zusätzlich noch Ränge erspielen. Und mit einigen dieser Rängen schaltet man einzigartige Schiffe frei, die man eben nur bekommt, wenn man diese Ränge hat. Und das würde ich einem neuen Spieler empfehlen als erstes Ziel. Entweder einen bestimmten Handelsrang oder Kampfrang oder meinetwegen Entdeckerrang, wenn ihr derjenige sein wollt, der draußen neue Planeten kartografiert. Oder sucht euch eine Supermacht aus und schaut zu, dass ihr dort einen Rang erhaltet, also bei der Föderation oder beim Imperium. Denn egal was ihr im Spiel macht, ihr werdet diese Sachen auf jeden Fall mitmachen. Wenn ich als Kämpfer unterwegs sein möchte und ich gehe in ein Kriegsgebiet bei irgendwelchen Fraktionen, zum Beispiel für diese Fraktion hier, dann seht ihr schon, diese Fraktion hat hier ein tolles Symbol. Die gehören nämlich zur Föderation. Alle Missionen, die ich für diese Fraktion hier fliege, steigern nicht nur die Reputation bei der kleinen Fraktion hier, sondern gleichzeitig auch bei der Föderation.
Das heißt, wenn ich hier was mache, habe ich hier einen kleinen Rufzuwachs, wie wir das gerade eben schon gesehen haben. Zusätzlich gibt es einen Rufzuwachs bei der Föderation. Wenn ich das Ganze beim Imperium mache, eben beim Imperium. Wenn ich dann einen gewissen Reputationslevel erreicht habe, beziehungsweise bei dem Rang, seht ihr rechts auch nochmal einen kleinen Balken, derzeit 0%. Wenn der voll ist, bekomme ich spezielle Missionen von dieser Supermacht angeboten. Und wenn ich diese Missionen schaffe, steige ich einen Rang auf. Wie gesagt, es gibt sehr viele Ränge. Ich blende die hier mal ein für die Föderation und das Imperium. Und am Anfang einfach mal eine Fraktion aussuchen. Vielleicht auch wegen den tollen Schiffen, die man freispielen kann. Und sich einfach mal in so eine Fraktion dranhängen. Und dann einfach nur das Spiel genießen. Oder man sagt, okay, ich bin Händler mit Leib und Seele. Ich will unbedingt Elite-Rang bei den Händlern haben. Da gibt es dann am Ende auch noch die Belohnung, dass man ein besonderes System freigeschalten bekommt. Founders World. Das bekommt man, wenn man in der Alpha dabei war, beziehungsweise bei der Kickstarter-Kampagne. Oder eben bei einem dieser Ränge den höchsten, nämlich Elite, erreicht hat. Dann darf man auch in die Founders World. Das wäre zum Beispiel auch ein schönes Ziel. Vom Aufwand her würde ich sagen, Elite bei einem Teil zu machen ist aufwendiger als der Rang bei der Föderation oder beim Imperium. Wenn man es fair macht. Ansonsten könnte man als Ziel auch haben, dass man sich einem Machtblock anschließt. Es gibt hier beim Powerplay weitere galaktische Mächte. Das sind aber nicht wie die Supermächte der Föderation und des Imperiums. Das sind kleinere Fraktionen von Individuen geführt, aber trotzdem größer und mächtiger als diese kleinen Fraktionen, die wir bisher gesehen haben, die uns Missionen anbieten. Und da sieht man hier einige Fraktionsführer. Jeder hat andere Vor- und Nachteile, jeder hat andere Einflussgebiete. Einige von denen gehören zu einer Supermacht. Edmund Mahan zum Beispiel gehört zur Allianz. Zachary Hudson, in seinem Gebiet sind wir derzeit, gehört zur Föderation. Semina Torval zum Beispiel gehört zum Imperium. Einige andere sind unabhängig, wie diese beiden hier oder er. Er hat außerdem den Vorteil, dass in seinem Gebiet alle Preise deutlich reduziert sind. Jeder hat andere Herangehensweisen. Manche arbeiten mit Bestechung und eben Finanzen, so wie er ein bisschen. Andere arbeiten mit Krieg und Eroberung. Das wäre er hier. Expansion durch Kämpfen, Kontrolle durch Kampf. Er beschäftigt quasi große Söldnerarmeen, die seine Ziele für ihn erreichen. Und so haben die Machtblöcke auch noch in gewisser Weise Vor- und Nachteile, Einflussbereiche, eigene Agendas, die es ja zu erfüllen gibt. Und man hat auch Vorteile. Man kann bei denen auch Ränge aufsteigen, bekommt dann auch jede Woche einige Credits dazu. Allerdings lasst euch davon nicht verlocken, das ist wahnsinnig schwer, Rang 5 zu erreichen und zu halten. Entweder man spielt quasi rund um die Uhr oder man muss sehr viele Credits investieren, kriegt dann natürlich wieder ein bisschen was raus. Aber es gibt einzigartige Schiffsbauteile, hier Retribution, wenn man 4 Wochen dabei ist. Das ist ein kleiner Beamlaser, der verbesserten Hitzeschaden verursacht. Das wäre ein besonderes Schiffsbauteil von ihm hier. Sie hat zum Beispiel besondere Schutzschilde. Wenn man 4 Wochen dabei ist, bekommt man prismatische Schutzschildgeneratoren für die Raumschiffe. So haben alle diese Supermächte bestimmte Vor- und Nachteile, Einflussbereiche. Und auch das kann man sich zum Ziel setzen, die einzelnen Module oder für eine Supermacht Rang 5 zu erreichen und zu halten. Da ist man auf jeden Fall lange, lange beschäftigt. Ein anderes schönes Ziel wäre jetzt mit dem letzten Patch, dass man sich die Ingenieure ein bisschen anschaut. Die Ingenieure sind Individuen, die in der ganzen Galaxie verstreut sind, die einem das Schiff und die einzelnen Schiffsbauteile verbessern. Allerdings würde ich die Ingenieure einem Anfänger erstmal nicht raten, weil die zum einen relativ weit verstreut sind und zum anderen
verbessern die Schiffsbauteile. Und ja, man hat am Anfang noch keine Schiffsbauteile, die verbesserungswürdig sind. Man braucht auch eine ganze Menge Ressourcen, um bei denen wirklich aufzusteigen. Jeder von denen hat ein anderes Spezialgebiet, verbessert andere Module und so weiter. Das ist nochmal ein eigener Kosmos für sich. Das würde ich sagen, ist zwar auch ein lohnenswertes Ziel, aber keines, was man kurzfristig erreichen kann. Und eines, das gerade am Anfang wenig Erfolgserlebnisse bietet. Für den Anfang würde ich vorschlagen, das erste Geld auf jeden Fall mit Missionen zu machen. Einfach mal blind drauf loszufliegen, ohne eine Ahnung zu haben, wo es hingeht, bringt auch nicht sehr viel. Stattdessen einfach mal im Missionsspot gucken, gerade am Anfang vielleicht einfache Liefermissionen annehmen. Was ich nicht rate, sind solche Handelsmissionen. Die geben zwar relativ viele Credits, aber die haben den Nachteil, man muss erst einmal das Aluminium kaufen. Und 4 Einheiten Aluminium könnte ich mir gar nicht leisten im Moment. Das heißt, man nimmt das an, weil man die dicke Kohle wittert. Und dann stellt man fest, man kann das gar nicht erfüllen, ohne nicht noch andere Missionen vorher gemacht zu haben. Das heißt, gerade als Händler ist es am Anfang schwierig, Fuß zu fassen, weil man erstmal viele Credits braucht, um die Fracht vorzustrecken. Man kauft sich einen Frachtraum voll Zeug, liefert den irgendwo hin und verkauft den dann mit Profit. Man braucht halt erstmal Geld, um sowas kaufen zu können. Wie hier, fast 85.000 Credits, da sieht man schon richtig die Dollarzeichen in den Augen. 3 Einheiten kann ja nicht so schlimm sein, aber wenn man dann sieht, dass ein Palladium nur auf den wenigsten Welten überhaupt zu kriegen ist und dann kostet das gleich mal 16.000 das Stück, da kriegt man ganz schnell das Wein. Deshalb einfach mal ein bisschen gucken, das hier wären zum Beispiel interessante Handelsmissionen, die ich im Moment nicht annehmen kann. Hier fehlt mir Frachtraum. Ich bräuchte 9 Frachtraum, um diese Mission annehmen zu können. Hier fehlt mir Reputation. Ich bin neutral, ich müsste cordial sein, das müsste das nächste hier sein. Und dann könnte ich das erst annehmen. Aber da einfach mal ein bisschen die Augen offen halten. Kuriermissionen, wie solche Sachen, sind fantastisch, sind schnell abzuschließen. Ja, Kuriermissionen, wo man Daten transferiert, ohne dass man viel Frachtraum braucht oder so, sind anzuraten. Für das Mining braucht man auch wieder sehr viel Ausrüstung. Man kann zwar am Anfang relativ schnell Geld damit machen, aber man investiert erstmal in das eigene Schiff, um das ja Mining-tauglich zu bauen. Da in den ersten paar Stunden auch erstmal, würde ich sagen, Finger weg. Stattdessen ein paar kleinere Systeme anfliegen und nach ein paar kleinen Transportmissionen schauen. Ich denke, ich werde jetzt mal anfangen, ein bisschen Likör hier transportieren, ein paar Credits auf diese Art zu machen. Und anschließend habe ich es abgesehen auf vielleicht noch einen etwas besseren Frameshift-Antrieb. Auf jeden Fall bei den Hardpoints möchte ich zusätzliche Waffen oder andere Waffen, nämlich Raketen. Und zwar diese ganz billigen hier, ganz billig in Anführungszeichen. Also ihr seht schon, ich werde jetzt ungefähr 60.000 Credits brauchen, um mir diese Raketen leisten zu können. Und dann mache ich mich auf in ein System, wo ich relativ schnell relativ viel Geld machen kann. Aber das werde ich euch dann in einem anderen Tutorial auch nochmal genau erklären, wie das funktioniert. Das wäre es jetzt für heute gewesen. Wir haben die ersten Missionen gemacht, wir haben das erste Geld verdient, wir haben unser Schiff umgebaut, können damit jetzt sicher fliegen, weil wir Treibstoff aufnehmen können, wir können ein wenig weiter fliegen, sind dadurch flexibler geworden. Und wir haben über Ziele gesprochen. Mein Ziel wird am Anfang auf jeden Fall sein, einen schönen Rang bei der Föderation zu erreichen und wenn es geht, einen schönen Handelsrang. Das ist ein bisschen tricky, gerade mit dem Handelsrang. Bin ich mal gespannt, wie das läuft. Ich möchte aber als nächstes Schiff den Keelback haben. Da habe ich mir schon was Schönes ausgedacht. Außerdem möchte ich in dem Spieldurchlauf jetzt Schiffe fliegen, die ich vorher noch nicht geflogen bin. Das heißt, so leid es mir tut, die Python wird es wohl erstmal nicht. Wie auch immer. Das war's mit dem Guide. Wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, beim nächsten. Da geht's dann ausführlicher um Kämpfer, Händler und Entdecker, wie die Schiffe dazu ein bisschen ausgestattet werden und wie man dort relativ schnell zu Geld kommt und wie welche Missionen sich da einigermaßen lohnen.
Gut, bis zum nächsten Mal. So macht's gut. Haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.